Herzlich willkommen zurück, South Park, der Stab der Wahrheit. Jetzt ist es soweit, jetzt wird die Wahrheit darüber erzählt, wem wir uns anschließen und ich habe mich, ja, ich habe es am Anfang eigentlich auch schon mal erwähnt, Cartman anschließen. Einfach, weil Cartman cool ist und der Weg mit dem Bus nicht so weit ist. Also begeben wir uns wieder in sein Gebiet und gehen zuallererst mal zu Craig, der sich um den Shop kümmert. Dann wollen wir mal den ganzen Krimskrams verkaufen, den wir hier so eingesammelt haben. Das ist eine ganze Menge Holz. Unter anderem auch Schamhaare wieder dabei. Best Friend Forever. Alles da. So. $140, insgesamt knapp $11 gemacht. So, hier können wir ein kaputtes Stoppschild kaufen, einen Winterstab. Ah, der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir könnten aber eher ein bisschen Ausrüstung gebrauchen. Allerdings gibt es auf unserem Level da auch gerade nichts. Mal gucken, von was wir noch nichts haben. Mana-Trank. Ja. Brauchen wir aktuell noch nicht so viel. Das können wir uns eigentlich mal angucken, fällt mir gerade ein. Und zwar, wo haben wir das denn? Ich möchte meine Waffe ein bisschen aufwerten. Ja, hier können wir das nämlich auswählen. Feuerschaden, Frostschaden, Giftschaden. 50 Schockschaden klingt doch eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So, jetzt blitzt das Ding auch ziemlich heftig. Und jetzt hören wir uns an, was Cartman zu sagen hat. Komm, Sir Douchebag. Es ist Zeit, unsere Forces zu summonen. Simply call them here and your dedication to Koopa Keep will be complete. What, you? You want me to fight with you? Okay, this paladin is ready to kick some ass. So, steig auf den Turm. Machen wir das. Dann sehen wir wieder einen wunderschönen Blick über South Park. Everyone gather round. While the rest of you have been picking your respective arses, Sir Douchebag has gone out and brought help to our kingdom. Sir Douchebag, it is time to finally give you a title worthy of your deeds. By the power of Mandaloth, third born of the Red Guard, and by the glory of Crest, I hereby anoint thee Commander Douchebag. With all the rights and privileges accompanied therein. Kommandant Saftsack. Eric, geil. Eric! We know where the elves are hiding the stick. What? Really? We just intercepted their messages on Twitter. You mean you shot down their message, Raven? Right, we shot down their Raven. And the evil elf king is hidden a stick inside his desk at school. Of course. Kyle hid it in his desk. Citizens of Koopa Keep, we know where the elves are hiding the stick. I told you they were cheating. Now we shall march on the skew and make the hallways drip with elven blood. Huzzah! Tränken wir die Gänge mit Elfenblut auf zur Schule. Eine epische Schlacht steht bevor. Defenders of freedom, I thank you for your courage and your audacities in joining our fight. Tonight, we are no longer the humans or the goths. Tonight, we unite as one! I feel like such a homo sapien right now. The humans are here! Ooh, they blew their horn! Blow ours, Butters. Guys, flank left! Goth kids, prepare to attack from behind! They've barricaded the entrance! The elves are up to their old two tricks again! Find another way in! Take out the barricade from behind! Schalte die Barrikade hinten auf. Aus. Was haben wir denn eigentlich hier für eine Scheiße an Klamotten an, wie ich gerade schon wieder sehen muss? Na gut, muss jetzt halt vorhalten. Auf geht's, nach hinten in den Hinterhof. Stammplatz der Gosskinder. Da gibt's auch direkt wieder lustiges Zeug für uns zu looten. Ow, I hurt my fucking ankle. Man, it hurts like shit. Können wir ihm helfen? Yes, sir. Just a bit. Hey, I'm healed, except for on the inside.
Okay, du kannst weiterkämpfen. We locked it so nobody else could get in. Wie geht's den anderen Ghost-Kindern? I am Death, Destroyer of Worlds. Der Tod von Lichter der Welten. You do the rest. Go kick their ass, Sir Duchelot. Sir Duchelot, okay. Er hat also die Tür aufgeschlossen, jetzt können wir hinein. New kid, if you're in the building, you're fighting for a tyrant. But I know there's good in you. Stop fighting for your evil lord. Free yourself from his control. Nein, wir werden uns nicht von seiner Kontrolle befreien. Wir haben uns ganz bewusst für Cartman entschieden. Auch wenn er ein Arschloch ist. Das stimmt wohl, die Elfen haben hier eine ganz schöne Sauerei hinterlassen. Ah, in diesen Dingern können wir auch Tränke und alles kaufen. Da gibt es sogar noch einen umsonst. Einer unserer Verbündeten liegt auch hier hinten. Basketball haben wir bekommen. Da können wir auch mal gucken. Mit ein bisschen Glück ist der Basketball besser als diese Alien-Knifte, die wir ja im Inventar haben. Oh, hier ist sogar was ersetzt worden. Elfenstab. Wir haben also ein komplett neues Gear bekommen. Oh ja, der ist deutlich besser, der Basketball. Nehmen wir ihn. Und weiter geht's. Wow. Gut, das kommt jetzt also andauernd wieder. Da kommen wir wohl nicht vorbei, so wie ich das gerade gesehen habe. Mal gucken, ob wir sonst irgendwo hinkommen. Ah, da, wir können, glaube ich, da hinten hinschießen. Und wir müssen wieder in einen epischen Kampf ziehen. Hoffentlich sind meine Lebenspunkte sind in Ordnung. Perfekt gekontert. Oh, wir bluten. Da müssen wir schnell was gegen nehmen. So, und jetzt heißt es, die stehen alle im Wasser. Da werden wir doch einfach mal unsere Blitzkraft einsetzen. Jawohl, das hat gleich auf alle übergesprungen. Und wir haben Butters bei uns. Professor Chaos. Das wollen wir ausnutzen. Wow, Monsterattacke. Angriff erhöht. Ich glaube, jetzt müsste es sogar reichen, wenn wir sie noch einmal anzünden und dann haben wir gewonnen. Prima. Butters extremer Angriff hat so heftig gekrittet. Der hat den Kampf entschieden. Gefällt mir ziemlich prima. Ah, da oben das Ding hätten wir auch runterfallen lassen können, dann wären sie gleich alle in Flammen aufgegangen. Es geht allerdings auch so. So, was können wir jetzt hier machen? Würde jetzt mal schätzen, hier müssen wir unseren Furz einsetzen. Beziehungsweise, nein, wir können das hier einfach kaputt hauen und können dann hier durch. Und warum auch immer hier eine Aliensonde drin ist. Ow, jeez! Ha, motherfucker!
So, können wir hier uns auch irgendwie wieder hinausporten? Irgendwie nicht. Nee, da kommt man wohl nicht raus. Kommen wir denn hier? Ja, hier kommen wir ohne Probleme raus. Aber hier nicht. Und warum? A Wind Waker. That's cheating. A Wind Waker. Klappt irgendwie nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Ja, da kommen wir nicht durch. Scheinbar. Müssen wir uns was anderes überlegen. Hier ist nochmal ein Durchgang. Mal gucken, wo der uns hinführt. Ja, super, der führt uns auch nur durch diesen Gang da durch. Aber, Moment, ich habe noch eine Idee. Wir können einfach mal einen unserer Begleiter rufen, der die Jungs hier ablenkt. So, Begleiter befehligen geht in diesem Fall nicht. Wir holen einfach mal Princess Kenny her. Das klappt also auch nicht. Ja, sonst haben wir keinen. Dann müssen wir wohl hier mal einen kurzen Break machen und ich muss herausfinden, wie wir denn da runterkommen. Schaltet auf jeden Fall gleich wieder ein und dann sehen wir, ob wir die Schule retten können. Bis gleich.